Person verfügt möglicherweise über Tarnvorrichtung. Verstanden. Laserfelder sind online. Eingreifteam ist unterwegs. Tut mir leid, Anderson. Alle Zivilmitarbeiter und Forschungsteams möchten sich aufgrund einer geringfügigen Sicherheitsverletzung bitte zur nächstgelegenen Sammelstelle begeben. Bitte bewahren Sie Ruhe und wenden Sie sich mit Fragen an das automatisierte Sicherheitspersonal. Ich habe einige meiner KI-Funktionen auf das Gerät übertragen, um die Kommunikation trotz Zeitverschiebung aufrechtzuerhalten. Aber seine Bewegungen sind unberechenbar. Ich Kontakt auf mein Ziel. Doktor Colby Marvin, bitte melden Sie sich von Roboter-Technik. Ich danke Sie, werden feuert weiter. Ein Flugzeug ist noch gerade da.
Moment. Wir müssen hier weg. Wir machen weiter. Der Test muss abgeschlossen werden. Ein Teil von Andersons beschädigtem Protokoll könnte hierfür relevant sein. Aktiviere Wiedergabe. Andersons Protokoll 341. Die IMC hat tatsächlich etwas entdeckt. Etwas, das Raum und Zeit falten kann. Sie haben das Ding garantiert nicht gebaut, aber sie reaktivieren es. Was immer sie vorhaben, es könnte eine Katastrophe auslösen. Anderson out. Eine zweite Chance kriegen wir vielleicht nicht. Zulu 6. Bereiten Sie die Lade für die Verlegung vor. Andersons Protokoll 342. Die Energiequelle der Faltwaffe wird die Lade genannt. Sieht nicht so aus, als hätten sie das Gehäuse perfektioniert. Hier ist nichts. Die Lade muss woanders sein. Anderson out. Ladetransfer bereit und unterwegs zur Testkammer. Transfer bereit und unterwegs zur Testkammer. Los,
Feld. Sieht es aus der Sicht. Hat irgendwer Sichtkontakt? Ich sehe nichts. Aufpassen. Sobald die Lade in Position ist.
gerade erfolgreich zu den Fallwaffen. Starten den Testlauf. Pilot, die Ringe an meiner Position enthalten sehr viel Restenergie. Dies war die Zielposition der Lade. Andersons Plan beinhaltete eine Aufklärungsmission in unmittelbarer Nähe des Zentrums der aktiven Ringe. Ich soll was? Hätten wir die Energiesignatur der Lade, könnte die Miliz ihre aktuelle Position in der Gegenwart ermitteln. Dr. Jefferson Boyle, Protokoll 1. Offenbar haben Sie den Test der Lade trotz meiner Warnungen fortgesetzt. Tja, wenn Marder etwas will, dann kriegt er es. Keine Ahnung, wie ich überlebt habe, aber ich bin noch da. Fürs Erste. Ich habe alles versucht, aber sämtliche Ausgänge sind abgeriegelt. Jetzt kann ich nur noch beten. Das kommt davon, wenn man in einem unterirdischen Labor arbeitet. Verdammte Archäologie. Der Mond dieses Planeten war ein Test. Ein gottverdammter Test. Das eigentliche Ziel ist einer unserer Planeten. Harmony. Außerdem haben sie die Zeitachse verlagert. Ich muss sofort Sarah informieren. Ich hab den Abschied. Das war Andersons letzte Aufnahme. Cooper, basierend auf Ihrer Erkundung habe ich vielleicht einen Plan. Wir treffen uns draußen. Ich möchte heute einige Worte über den Wert des menschlichen Lebens verlieren. Das menschliche Leben hat keinen Wert. Und nun, da ich Ihre Aufmerksamkeit habe, um genauer zu sein, der Mensch ist bis zu einem gewissen Grad entbehrlich. Wir sind selbsterhaltend und selbstzerstörerisch, anpassungsfähig und fehlerhaft. Vor allem aber
aber sind wir ressourcenintensiv. Mission fortsetzen. Stoßen Sie an den Ring zu mir, um die Energiesignatur der Lade zu scannen. Für die Brücke zu den Ringen entdeckt und auf ihrem Hub markiert. Die verbliebenen Sicherheitssysteme sind angesichts ihres Verhaltens in der Vergangenheit auch in der Gegenwart nicht gut auf uns zu sprechen. Bevor die Testumgebung der Feindwaffe explodiert. Markiere feindlichen Zeiten. Warnung, Pumpschaden festgestellt. Salvensystem bereit.
Ich habe die Steuerung der Brücke auf Ihrem HUD markiert. Fahren Sie die Brücke aus, bevor die Testumgebung der Faltwaffe explodiert. Scheiß auf die Sicherheitsprotokolle. Starten Sie den Test los! Verstanden. Der Eindringling darf die Lade unter keinen Umständen erreichen. Zentrum der aktiven Ringe in der Vergangenheit, soweit es geht, nähern. BT?
Gute Arbeit, Pilot. Scan abgeschlossen. Laut Anderson hat die IMC vor, den Milizplaneten Harmony mit einer effizienteren Version dieser Waffe zu zerstören. Cooper, unsere Reise ist noch lange nicht vorbei. Die Flotte braucht diese Daten.